told them to stay there. Ihr wisst nicht, warum ich ihnen gesagt habe, dass sie dort bleiben sollen. Because we are entering into a year. Denn wir gehen in ein Jahr. A year full of grace and power. Ein Jahr voller Gnade und Kraft. A year that we are going to celebrate. Ein Jahr, in dem wir feiern werden. You know what? Don't think that is how is it in this church. Denkt nicht, dass es so in dieser Gemeinde immer ist. But we are going to do that today. Aber wir werden das heute tun. I want you to be on your feet. Ich möchte einmal, dass ihr aufsteht. I just want you to be on your feet. Ich möchte einfach, dass ihr einmal aufsteht. If you have a problem with your ears. Und wenn du ein Problem mit deinen Ohren hast, just put your hands on your ears because you are not holding the mic. Halt mal einfach deine Hände. But if you don't have a problem, aber wenn du damit kein Problem hast, on your ears, mit deinen Ohren, then don't do anything. Dann bleib einfach so. Just leave it like that. Dann bleib einfach so. Because we are going to shout and welcome 2022. Denn wir wollen rufen und 2022 einladen. In willkommen a different heißen. Way. Auf eine andere Art und Weise. Because we are welcome a year. Denn wir wollen ein Jahr willkommen heißen. A year that heißen. God is going to do great things. Ein Jahr, in dem Gott große Dinge tun wird. A year that is not going to be your power and your strength. Ein Jahr, in dem es nicht um deine eigene Kraft und deine eigene Stärke geht. A year that is going to be the power of God. Sondern in dem es um die Kraft Gottes gehen wird. And it's going to be by the Spirit of God. Und es wird durch den Geist Gottes geschehen. And the grace of God. Und durch die Gnade Gottes. And because of this, und aufgrund dessen, I want you to welcome 2022. Möchte ich, dass du 2022 willkommen heißt. In a different way. Auf eine andere Art. You never done this before. Du hast das bestimmt noch nie gemacht. But you are going to do it today. Aber du wirst es heute tun. I'm giving you 22 seconds. Ich gebe euch 22 Sekunden. That you are going to praise God. In denen ihr Gott preisen werdet. Is the instrumentals ready? Sind die Instrumentalisten ready? I want you to praise God. Möchte, dass ihr Gott with preist. All that you could. Mit allem, was ihr I tun want könnt. You to praise God. Möchte, dass ihr Gott preist. I'm giving you 22 seconds. Gebe euch 22 seconds. 22 seconds. 22 seconds. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you glory. We worship you. We worship you. You are our King. You are our Lord. You are our Savior. We thank you. We thank you. We thank you. Jesus. You are good. You are good. You are good. You are good. We exalt your name. Hey. Marayande Remo Sata. Rabababrare. Sandayama Mamale, Sene Reka Tata Baba Baba. We worship you. We worship you. You are good. Du bist gut. We welcome 2022. Wir wollen 2022 willkommen heißen. We welcome you, Jesus. Wir willkommen heißen dich willkommen, we thank Jesus. You for your favor. Wir danken dir für deine Gunst. We thank you for your grace. Wir danken dir für deine Gnade. We thank you for your anointing. Wir danken dir für deine Salbung. We thank you for your power. Wir danken dir für deine Kraft. That you have given to us. Die du uns gegeben hast. It is nothing. Es ist nichts. That would distract you. Das dich abhält. From this year. Von diesem Jahr. You have entered into a year. Du bist in ein Jahr that God is about to bless you. In dem Gott dich wirklich segnen wird. Things are going to change in your life. Dinge werden in deinem Leben you are going verändern. To see that greatness. Du wirst diese Größe sehen. Of God in your life. Von Gott in deinem Leben. You can shout. Ihr könnt rufen. And praise God. That is why I warn you. Das ist das, worüber ich gewarnt habe. I said you can close your ears. Ihr könnt eure Ohren zuhalten. That is the power. Das ist die Kraft. Of 2022. Von 2022. Ooh, whether you like it or not. Egal ob du es magst oder nicht. You are in it. Du bist da mit drin. I said whether you like it or not. Egal ob du es magst oder nicht. You are in it. Du bist da schon drin. And you are going to. My mic is loud. Mein Mikrofon ist zu laut. Lass mich es mal ändern, wechseln. So my voice will be lower a little bit. Thank God. Gott sei gedankt. For what he's doing in our lives. Für das, was er in unserem Leben tut. Amen. Amen. So let us quickly. Where is my note? Wo sind meine Notizen? Uh-huh. Ah, da. I'm going to. You can sit down, please. Ihr dürft euch wieder setzen. I'm going to preach. Jetzt möchte ich predigen. And today get ready. So praise the Lord, now you can sit down. Jetzt dürft ihr euch setzen. Thank you very much.
Thank you very much. Last Friday we were here. Letzten Freitag waren wir hier. It was very great. Es war wunderbar. Very awesome. Wirklich erstaunlich. And today we are here. Und heute sind wir wieder hier. I just want to tell you, ich möchte euch einfach sagen, blessed new year. Ein gesegnetes neues Jahr. I said blessed new year. Gesegnetes neues Jahr. All the time I less, you to use a word, blessed new year. Alex, du brauchst immer das Jahr, diesen Satz, gesegnetes neues Jahr. Why is the world saying happy new year? Während die Welt sagt, fröhliches neues Jahr. All is good. Alles wird gut. But let me tell you something. Aber lass mich euch etwas sagen. Happy is something that has happened to you and you are happy right now. Glücklich sein ist etwas, was gerade dir passiert ist und worüber du gerade jetzt glücklich bist. But blessing. Aber Segen is something forever. Ist etwas für immer. So I said to you, und so sage ich dir, blessed new year. Gesegnetes neues Jahr. You don't get it. I said blessed new year. Ich sage euch, gesegnetes neues Jahr. Last week we preach a message last Friday. Am Freitag haben wir eine Botschaft gepredigt. We give the message last week, but we are going to continue a little bit today. Wir haben das schon im Thema gegeben, aber wir wollen jetzt heute weitermachen. So quickly we will turn our Bible to the book of Haggai. Lasst uns einmal schnell in Haggai gehen. That is the Bible verse people don't read it so often. Das ist eine Bibelstelle, die nicht so oft gelesen wird. But when you wanted to check it, go to Genesis. Matthew. Dann geh zu Matthäus. And reverse yourself three chapters. Chapters or books? Three books. Dann geh einfach drei Bücher zurück. And then you are there. Und dann bist du schon da. Haggai. Matthew and then go reverse. Also Matthäus und dann drei Bücher vorwärts, also rückwärts. So. Haggai chapter 2. Haggai Kapitel 2. Let's read from 1 to 9. Lass uns von Vers 1 bis Vers 9 lesen. Hallelujah. My topic, I name it like this. Das Thema, ich nenne es so. The glory of this present house. Die Herrlichkeit dieses gegenwärtigen Hauses will be greater than the former house. Wird größer sein als wie die des früheren Hauses. I said the glory of this present house. Also die Herrlichkeit dieses gegenwärtigen Hauses will be greater than the glory of the former house. Wird größer sein als wie die Herrlichkeit des alten Hauses. Can I go home now? I finish preaching. Kann ich nach Hause gehen? Ich bin fertig mit Predigen. The glory of the present house. Also die Herrlichkeit des gegenwärtigen Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des alten, des früheren Hauses. Da sind die Israeliten,
die ins Exil nach Babylon gingen. And they were there for so many years. Und sie waren dort so viele Jahre. By the time they came back, aber als sie zurückkamen, everything has been destroyed. War alles zerstört. The temple has been destroyed. Der Tempel war zerstört. There is nothing. Und da war nichts. Absolutely nothing. Absolut gar nichts. And they start weeping. Und sie fingen an zu weinen. We were in Babylon. Und sie dachten, oh, wir waren jetzt in Babylon. And we've been hearing so many good things. Und wir haben so viele gute Dinge gehört. In Juda. In Israel. About the temple. Über den Tempel. About how things look so good. Über die Dinge, wie sie so gut aussahen. And now we're here. Und jetzt sind wir hier. It seems to us. Und es scheint so. Nothing good. Nichts Gutes. Everything is worse. Alles ist noch schlimmer geworden. Everything is bad. Alles ist schlecht. People were discouraged. Und die Menschen waren entmutigt, disappointed, enttäuscht and confused, und verwirrt, they don't know what to do. Weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. And they can't find their way out. Und sie konnten keinen Ausweg finden. Und als die Pandemie startete und der Lockdown war, als wir zurückkamen, I was a bit disappointed. War ich ein wenig enttäuscht I was discouraged. Und entmutigt. I was like, God, what went wrong? Und ich sagte, Gott, was war verkehrt gelaufen? Why things are like that? Warum waren die Dinge so gewesen? Before going, for lockdown, bevor wir in den Lockdown gingen, the church almost full. War die Raum, die But Kirche fast voll. Empty. Und jetzt sieht sie so leer aus. What goes wrong? Was ist verkehrt gelaufen? What was that? Was war das? And we were thinking, und wir dachten, is something went wrong here? Ist irgendwas Verkehrtes passiert? Where are the people? Wo sind die Leute? Why are not coming to church? Warum kommen sie nicht mehr zum Gottesdienst? And we've been focusing on this. Und wir haben uns darauf fokussiert. We've been thinking about all this. Und wir haben darüber nachgedacht. About hundreds and thousands of people who went to Babylon. Hunderttausende waren nach Babylon ins Exil gegangen. A lot of them. Und viele von ihnen konnten nicht zurückkommen. Nur 60.000, die damals zurückkamen. Und die Menschen waren so besorgt und verwirrt. Und so war, so ähnlich ging es uns. In 2020 haben wir gedacht, ja, es geht vorwärts. Und plötzlich, und als Leiter, hat jemand mir gesagt, weißt du was? Ich werde Gott nicht mehr dienen. Ich bin raus. Ich bin kein Christ mehr. Und ruf mich auch nicht mehr an und sag mir irgendwas über deinen Gott. Und als ein Leiter hat das mein Herz zerbrochen. Und nach dem Corona, dass danach jemand sich entschieden hat, dass er Gott dann nicht mehr anbeten wird und dass er den Namen Gottes nicht mehr anrufen wird und dass er das Gefühl hat, dass es keinen Gott mehr gibt. Und für mich als Leiter, das zu hören, ich habe mich auf diese Person konzentriert und dachte, Gott, was ist das? Was ist verkehrt gelaufen? Warum? Dass Menschen sich entscheiden, nicht mehr zu kommen. Und wenn du das alles hörst, denkst du und fühlst du, Gott, warum? So viele Menschen sind ins Exil gegangen, aber nur 60.000 von ihnen kamen zurück. And now they are there. Und jetzt sind sie da. There is no temple. Und da war kein Tempel mehr. The culture of Jews, und die Kultur der Juden when they don't have a temple, war, wenn sie keinen Tempel haben, they feel like God has gone away from them. Haben sie das Gefühl, dass Gott weit weg ist, they feel like there und is weg no ist. God again. Und sie dachten, es gibt keinen Gott their mehr. Temple is very important und for der them. Tempel war sehr wichtig für sie. And they've known this temple before. Und sie kannten diesen Tempel von the früher. Temple was very expensive. Der Tempel war sehr kostbar gebaut. I was making research. Und ich habe eine Nachforschung gemacht. And one of the scholars said, und einer der Wissenschaftler sagt, the temple of Solomon der Tempel von Salomo was so expensive, war so
teuer. They built it full of gold, da, weil sie ihn voller Gold gebaut haben. And the gold they used to build this temple, und das Gold, das sie gebrauchten, um es zu bauen, was like half of the world gold. War die Hälfte des Goldes der Welt. I mean, half of the world gold. Dass die Hälfte des Goldes, das die ganze Welt hatte, to build a temple, um einen Tempel dieser Art for zu bauen. What? Wofür? Why? Und warum? Let me tell you something. Lass mich euch etwas sagen. That is standard. Das war der Standard. If you haven't reached that standard. Und wenn du diesen Standard nicht hattest, you were condemned. Dann warst du verdammt. And said, why? Und sagst, warum? You have to, build a house so expensive. Warum musst du so ein teures Haus bauen? Why do you have to use half of the world gold? Warum musstest du die Hälfte des Goldes, das es auf der ganzen Welt gibt, gebrauchen, um den Tempel zu bauen? God is saying, aber Gott sagt, Silver is mine. Silber gehört mir. Gold is mine. Gold ist mein. It's mine. Es ist meins. So you can build something good for me. Also kannst du etwas Gutes für mich bauen. You can do something good for me. Also kannst du etwas Gutes für mich bauen. Standard. Ich sagte dir, es ist Standard. If you are not reaching that standard, und wenn du diesen Standard nicht gelesen hast, like what people are doing, dann hast du das Gefühl, dass du den Leuten nicht gerecht wurdest. It's stupid for you. Und es scheint dir dumm. One time my cousin, einmal hat mein Cousin, I was in the village planting churches, zu der Zeit war ich in Ghana in den Dörfern und habe Gemeinden gegründet. And if you want to eat, und für mich, was ich alleine essen sollte and what to drink, und zu trinken, it was tough for me. War wirklich schwer für mich. And then my cousin came to und dann kam mein Cousin, um meine Mutter zu besuchen. And I went there. Und ich bin dort auch hingegangen. I saw my cousin BMW. Und ich sah den BMW meines Cousins. It was very heavy BMW. Das war ein richtig teurer Mercedes, BMW, Entschuldigung. I look at even the alloy rim, alloy figure, ne? Und ich guckte mir nur alleine die Alufelgen an. I said, even this alloy figure can feed some 5 missionaries. Und ich sagte mir, diese Alufelgen, die können 5 Missionare nähren. And I was like, even this car. Und dieses Auto alleine könnte für all diese Dörfer dort predigen. It doesn't take long. Und es dauerte nicht lang. Somebody gave me a bicycle. Und jemand gab mir ein Fahrrad. I went to the village with this bicycle. Und ich bin in das Dorf gefahren mit dem Fahrrad. One of my church members came and said, und einer meiner Gemeindemitglieder sagte, ja, yeah, Pastor Les, you said people said you don't have money. Oh ja, du Pastor Alex, du sagst, du hast kein Geld. People are dying, don't have food to eat. Menschen haben kein Essen und sterben dran. You bought bicycle. Und du hast ein Fahrrad gekauft. I said, that is standard. Und ich sagte, das ist Standard. You haven't reached there. Wenn du da noch nicht angekommen bist. What somebody is doing is stupid. Guck, was jemand sagt und was wie dumm das manchmal ist. Standard. Standard. Can do whatever people will talk about it. Du kannst was immer tun, aber du kannst etwas tun und die Menschen werden sowieso drüber reden. Your suit costs 10 euro. Dein Jackett kostet 10 Euro. Somebody will say, look at him. Und jemand wird sagen, guck dir den an. Whatever was, was auch immer du tust, they will talk about it. Sie werden drüber reden. So do it according to your standard. Also tu es gemäß deinem Standard. I said, do it according to your standard. Tu es gemäß deinem Standard. If you want to buy a private jet, buy it. Wenn du ein Privatflugzeug kaufen möchtest, dann kauf es. You see, when I preach like this, also wenn ich so predige, people think I'm talking about prosperity. Dann denken die Menschen sofort an Wohlstand. I told you one time, und ich habe euch einmal gesagt, somebody asked me, und jemand hat mich gefragt, are you a prosperity preacher? Bist du ein Wohlstandsprediger? I answer him, und ich habe der Person geantwortet, I'm not a poverty preacher. Ich bin kein Armutsprediger. I'm not a poverty preacher. Ich bin kein poverty preacher. Kein Armutsprediger. Jesus didn't taught me that. Denn Jesus hat mich das nicht gelehrt. This is what Jesus said. Denn Jesus sagte, he said, I came to preach the good news. Ich bin gekommen, um die gute Nachricht zu predigen. To the poor. Den Armen. What does that mean? Was heißt das? Good news means gute Nachrichten heißt Erkenntnis, Ideas. Ideen. So he came, und er kam, to give the poor, um den Armen knowledge, Erkenntnis, an idea, Ideen to be rich, zu geben, damit sie reich sein können. Yeah.
So I'm not a poverty preacher. Also ich bin kein Armutsprediger. I'm preaching the good news. Ich predige die gute Nachricht. I'm giving you ideas. Ich gebe euch Ideen, that you come out from your poverty. Wie du aus deiner Armut rauskommen kannst, becoming rich. Damit du reich werden so kannst. Solomon. Denn Salomo half of the gold of the world, hat die Hälfte des Goldes gebraucht, to build a temple. Dass David, um den Tempel zu bauen. And then this temple was collapsing. Und dann war dieser Tempel zusammengebrochen. Everything was destroyed. Alles war zerstört. The leaders saw this temple. Die Leiter sahen diesen and Tempel. They knew this temple. Und sie kannten diesen Tempel. And when they saw it now, und als sie ihn dann wieder sahen, they found out that what is that? Haben sie gesagt, was ist das? So a word of God came true. Und ein Wort Gottes kam durch. Bible said it came true. Ein Wort kam durch Haggai. Durch Haggai. And said, und es heißt, Haggai, Haggai, this is what I'm going to do. Das ist das, was ich tun werde. Call Zerubbabel. Denn Zerubbabel, call Zerubbabel, call Joshua. Rufe Zerubbabel und rufe Josua. And call all the people, und rufe all die Leute, who has left, who are here now. Die hier sind jetzt. Call those people, rufe sie and tell them, und sag ihnen, this is what I'm going to do. Das ist das, was ich tun werde. These are called the people who are here. Er sagte, rufe die Leute, die hier sind. Those who have gone, die weg sind. Let them go. Lass sie gehen. But we are here. Aber wir sind hier. We are going to build a temple. Wir werden den Tempel bauen. Even though we are few. Auch wenn wir wenige even sind. Though we don't seem like we can make it. Auch wenn es so aussieht, als wenn wir es nicht schaffen but würden. God said, aber Gott sagt, I am going to build a temple. Ich werde den Tempel bauen. I'm going to build a temple. Ich werde den Tempel bauen. I want you, und ich möchte, dass du stop crying. Aufhörst zu stop weinen. Crying. Dass du aufhörst zu weinen. To somebody. Lass es mich jemandem sagen. Stop crying. Hör auf zu it's weinen. Coming. Denn es it's kommt. Coming. Es I kommt. Stop crying. Ich sage dir, hör it's auf coming. Zu weinen. Denn es kommt. It's coming. Es kommt. Stop. Hör auf zu weinen. Stop crying about the past. Hör auf, über die Vergangenheit about zu weinen. That you have lost. Über die Dinge, die du verloren stop hast. Crying. Hör auf, darüber zu weinen. What you have now. Und denk über das nach, was du because jetzt God hast. Saying, denn Gott sagt, I'm going to use what you have now, ich werde das gebrauchen, was du jetzt temple. Hast, um den Tempel zu bauen. I'm going to use what you have now. Ich werde das gebrauchen, was du jetzt hast. Zerubbabel, und Zerubbabel, Joshua the priest, Josua der Priester, and the revenant of the people, und die Leute dort. The revenant means the people who had left behind. Und die übrigen vom Volk, also das hieß diejenigen, die übrig waren. Tell them. Sag ihnen, I'm going to use them. Dass ich sie gebrauchen werde. And then again he said, und dann sagte er, now. Jetzt my spirit were with you, war mein Geist mit euch, coming from Egypt. Als ihr aus Ägypten kamt. And here comes, und hier kommt es. Und aufgrund dessen work. Arbeitet. I don't know why God said work. Ich weiß nicht, warum Gott gesagt hat, arbeitet. For I am with you. Denn ich bin mit euch. Okay. If he is with me, why I should work? Wenn er mit mir ist, warum soll ich dann arbeiten? But he said, work. Aber er sagte, arbeitet. You are going to build a temple. Ihr werdet den Tempel bauen. You are going to work. Ihr werdet arbeiten. Let me bring this into practicals. Lass mich das einmal praktisch werden lassen. Because you see, sometimes, manchmal Christians, we becoming too spiritual. Werden wir Christen zu geistlich. And the things that we need to do, und die Dinge, die wir tun sollten, we ignore it. Wir ignorieren sie. And we think, everything will come from above. Und wir denken, alles wird vom Himmel kommen. Everything will just fall on the floor. Alles wird einfach so runterfallen. Doesn't go like that. Aber so funktioniert the es nicht. Same God, der gleiche Gott, who is telling them, der ihnen sagt, I am with you. Ich bin mit dir. The same God is telling them, der gleiche Gott sagt ihnen, work. Arbeitet. Many a times, you see, we just try to be make Holy Spirit like a robot. Sehr oft lassen wir den Heiligen Geist zu einem Roboter werden. And we try to say all kind of things. Und wir versuchen alle möglichen Dinge zu sagen. And we die for nothing. Und wir sterben für nichts. But Holy Spirit is not like that. Aber der Heilige Geist ist nicht so. I'll spend time to teach about this. Ich möchte Zeit damit verbringen, um das mal zu lehren. I know some people. Ich habe Leute kennengelernt. Even they don't want to go to therapy.
Sie möchten noch nicht mal zu einer Therapie gehen. And they don't want to have any operation or stuff like that. Oder eine Operation machen oder irgendetwas. Well, that is your faith, okay? Okay, das ist dein Glaube. But if that's your faith, aber selbst wenn es dein Glaube ist, don't put it on someone who don't have that faith. Dann darfst du das nicht auf jemanden übertragen, der den Glauben nicht auch hat. You understand my point? Versteht ihr das? If you have faith that you will not go to hospital, you will not have an operation, you will not have any. That is your faith. Wenn du den Glauben hast, dass du nicht ins Krankenhaus brauchst, dass du keine Operation brauchst, dann ist es dein Glaube. If you put that faith in somebody, aber wenn du diesen Glauben auf jemand anderes raufdrückst, it's hard for the person to believe. Dann ist das schwer für diese andere Person zu glauben. And you will let that person die for und du lässt diese Person für nichts sterben. Let me go deeper on this. Lass mich nochmal tiefer das erklären. I've never seen any preacher preaching like this. Ich habe noch nie einen Prediger predigen gehört. I had the Holy Spirit. Ich habe den Heiligen Geist. So I don't need any aeroplane. Also brauche ich kein Flugzeug. Anywhere I go, I will fly and go. Egal wo ich hin möchte, ich fliege dort einfach hin. I never see preachers preaching like that. Ich habe Prediger noch nie das Predigen gehört. They need aeroplane to fly to Ghana. Sie brauchen ein Flugzeug, um nach Ghana zu fliegen. They need car to drive to their work. Oder ein Auto, um zur Arbeit zu fahren. But when they come in therapy or stuff like that, they say, no, we had the Holy Spirit. Aber wenn es zum Thema Therapie kommt, dann sagen sie, wir brauchen den Heiligen Geist. It's New Year, but I want to bring you to a point that we are going to grow. Es ist Neujahr, aber ich möchte uns an einen Punkt bringen, wo wir wirklich wachsen können. If you need that surgery for you to be well, do it. Wenn du diese Operation brauchst, dann tu es. We will pray for you. Dann beten wir für dich. But if you need that surgery, if you need that operation, do it. Und wenn du diese Operation brauchst, dann lass sie durchgeführt werden. Because if you have the Holy Spirit, denn wenn du den Heiligen Geist and hast, which is true, we are the Holy Spirit, und es ist wahr, dass wir den Heiligen Geist haben, that is not how the Holy Spirit works with us. Aber das ist nicht, wie der Heilige Geist mit uns arbeitet. Ich nehme mir Zeit dafür, das zu erklären. Aber wenn wir das nämlich nicht ausbalancieren, it's going to destroy us. Dann wird es uns zerstören. Paulus sagt if etwas, you have faith to eat all things, wenn du Glauben hast, alles zu essen, eat it. Dann esse es. That is your faith. Das ist dein Glaube. If you don't have faith to eat it, aber wenn du den Glauben nicht hast, es zu essen, dann tu es nicht. You understand? Versteht ihr? So I know some have so much faith. Einige haben so viel Glauben. That even I will never get sick. Dass ich werde niemals krank. That is your faith. Das ist dein Glaube. But somebody. Aber jemand don't have that faith. Hat diesen Glauben nicht. Tomorrow he gets sick. Morgen wird er krank. And he needs surgery. Und er braucht eine Operation. Let them do it. Lass sie es ausführen. Lass sie es durchführen. God work all these things together. Denn Gott wird lässt das alles zusammenarbeiten. Denn er hat einigen Ärzten Ideen gegeben. If you don't believe the doctors, und wenn du den Ärzten nicht glaubst, develop yourself and be there. Dann entwickle dich weiter und sei da. And be a good doctor. Und sei ein guter Arzt. Be a good nurse. Und sei eine gute Krankenschwester. That you can help people. Dass du Menschen helfen kannst. So, the Bible said, die Bibel sagt, the word of God came to Haggai. Das Wort Gottes kam zu Haggai. And he said, Haggai. Und er sagte, Haggai. Now this is what I'm going to do. Jetzt das ist das, was ich tun werde. I'm going to shake the earth. Ich werde die Erde erschüttern. I'm going to shake heaven. Ich werde den Himmel erschüttern. Because of your behalf. Aufgrund deiner. And this is what how it's going to be. Und so wird es sein. You see, for some time. Für einige Zeit. The children of God. Werden die Kinder Gottes. So much. Sie haben so viel geweint. And we've been crying for 2021. Und wir haben in 2021 geweint. And 2021 was so hard. Und 2021 war and so schwer. So discouraged. Wir waren so entmutigt. Things didn't go on well for you. Es ging dir vielleicht nicht gut. And you still remember 2021. Und du erinnerst dich immer noch an 2021. And you feel like, what can I do in 2021? Und du denkst, was konnte ich in 21 tun? I'm here to give you a Bible verse. Ich möchte dir einen Bibelvers geben. And I want you to keep this Bible verse in your mind. Und ich möchte, dass du diesen Bibelvers in deinen Gedanken behältst. I shared it last Friday. Ich habe ihn letzten Freitag and geteilt. I want to share today. Und ich möchte ihn auch heute nochmal erwähnen. Because you are seeing some things, denn du siehst Dinge, that make you cry. Die dich weinen lassen. You are seeing some things in this world, du siehst Dinge in dieser Welt, that break your heart, die dein Herz that brechen, make you cry. Die dich weinen lassen. But I'm here to tell you,
Aber ich bin hier, um dir zu sagen, es ist gut zu weinen. Aber nach dem Weinen musst du etwas tun. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Lasst uns unsere Bibel nehmen und einmal das Johannesevangelium aufschlagen. John chapter 11, David, are you there? Johannes Kapitel 11. David, bist du da? David. David, bist du da? David. Aha. John chapter 11. Johannes Kapitel 11. You see, this Bible verse. Dieser Bibelvers. You know, if you don't know any Bible verse in your mind. Wenn du dir keinen Bibelvers merken kannst. I want you to keep this. Dann möchte ich, dass du diesen einen Bibelvers behältst. We are going to start from this year. Wir wollen dieses Jahr starten. Then at least you can recite one Bible verse. Dann hast du wenigstens die Möglichkeit, einen Bibelvers im ganzen Jahr wenigstens den einen auswendig zu können. You know those who support football. Diejenigen, die Fußball unterstützen. Somebody can recite all the prayers in Chelsea. Jemand kann alle Spieler von Chelsea aufsagen. Liverpool. Oder von Liverpool. Bayern. Von Bayern. They can recite all the prayers. Sie können alle benennen. Sie kennen alle auswendig. But they don't have any one Bible verse in their mind. Aber sie haben keinen Bibelvers in ihren Gedanken. Today I want to give you one. Heute möchte ich dir einen Bibelvers geben. That you keep it in your mind. Dass du ihn in deinen Gedanken behalten keep it kannst. In your mind. Behalte ihn. John 11, 35. Johannes 11, Vers 35. John 11, 35. Johannes 11, Vers 35. And Jesus wept. Und Jesus, ich kürze das nochmal ab, weinte. Jesus wept. Und Jesus weinte. Oh, please say it. Jesus und Jesus wept. Weinte. You keep it in your mind, right? Habt ihr es in euren Kopf behalten? Jesus wept. Und Jesus weinte. Wow. Ihr dürft mal für euch selbst applaudieren. It's just first. Week in the year. Die erste Woche im Jahr. At least you kept one Bible verse in your mind. Ihr habt einen Bibelvers schon im Kopf behalten. Jesus weinte. Und Jesus weinte. So what made Jesus weep? Was hat Jesus zum Weinen gebracht? Jesus wept. Jesus weinte. Denn er sah etwas. Oh, he heard something. Und hat etwas gehört. Wept. Und er weinte. And after Jesus wept, und nachdem Jesus geweint hatte, sagt die Bibel in Vers 38, Bible said, sagt die Bibel, and Jesus moved to the tomb. Und Jesus ging zum Grab. Oh, he came to the tomb. Und er kam zum Grab. So he wept, also er weinte. He came, er kam. But that is not the important part. Aber das ist nicht der wichtige Teil. He wept. Er weinte. Yes. Ja. I cry with you. Ich habe mit dir geweint, oh, something didn't go on well. Weil deine Situation nicht gut I'm lief. Very emotional. Ich bin emotional. Well, denn wenn etwas nicht gut I läuft, dann weine ich mit dir. Dann weine ich But mit dir. Aber das ist nicht das After Ende. Jesus cried, als Jesus weinte, he moved to the tomb. Und er ging zum Grab. He went to the tomb. Und er ging dort But zum Grab. Also the part. Aber das ist nicht das Ende. He said, und er sagte, he went to the tomb. Er ging dort zum Grab. And he shouted und er rief in the loud voice mit einer lauten Stimme said, und sagte, Lazarus, come forth. Komm raus. Hey, something da ist etwas, rotten. Das verdorben ist. Something that is destroyed. Etwas, was verrottet It ist. Has been in the tomb for 4 days. Es war schon 4 Tage im Grab. Nothing good. Nichts Gutes. There is no hope. Da ist keine Hoffnung. There is no joy. Da ist keine Freude. There is no peace. Da ist kein Frieden. Everything is over. Alles ist vorbei. But Jesus said, aber Jesus I'm sagte, calling that thing to come forth. Ich rufe das heraus. I said, stop crying. Ich sage, hört auf It's zu weinen. Coming. Es kommt. It's coming. Es kommt. It's coming. Es kommt. Stop crying. Hört auf stop zu weinen. Crying. Hört auf zu It's weinen. Coming. Es kommt. He didn't stop there. He didn't only cry. Er stoppte dort nicht. Er weinte nicht nur, and, but he went there. Sondern er ging weiter. And he called. Und er rief. Today, heute I want you to call, möchte ich, dass du rufst, whatever, was auch immer, lost, whatever, was auch immer didn't go on well, nicht gut lief you, mit dir. You call it back. Du, das, was, du, was weg ist, das rufst du zurück. You call it back. Du rufst das zurück. Because he just, didn't just cry. Denn er weinte nicht After nur. He cried, denn nachdem er weinte, he ging er and you call. Und er rief Lazarus, Lazarus come
komm heraus. Lazarus, komm heraus. Und ich sage dir, the world is crying. Die Welt weint. We are all crying. Wir weinen alle. We don't know what is going on. Und wir wissen nicht, was passiert. This year, 2022, aber in diesem Jahr, 2022, if you stand on your feet, wenn du auf deinen Füßen stehst and call the world back, und die Welt zurückrufst, you will see greatness. Dann wirst du Größe sehen. This is the time. Dies ist die Zeit, the whole city has been destroyed. Wo die ganze Stadt zerstört but God war. Is saying, und Gott sagte, I know it has been destroyed, ich weiß, sie war zerstört, I'm going to rebuild it again. Aber ich werde sie wieder aufbauen. But Haggai, aber Haggai, call unto the people, rufe die Leute and zusammen tell them what I'm about to do. Und sage ihnen, was ich dabei I'm bin here zu tun. As a prophet, ich bin hier als ein Prophet, and to tell you, um dir zu sagen, God is about to change something. Gott ist dabei, etwas zu verändern. You need to stand with him. Du musst mit ihm stehen and work together with him. Und mit ihm zusammenarbeiten and call the things. Und die Dinge rufen. You see, when I'm preaching like this, und wenn ich so predige, people used to ask me, fragen mich die Menschen, Pastor Alex, you don't know, Pastor Alex, du weißt gar that nicht, the world is going to an end, dass die Welt zu Ende gehen wird. The world is going to be destroyed. Die Welt wird zerstört werden. Why are you giving people hope? Warum gibst du den Menschen denn noch Hoffnung? I know the world is going to destroy. Ich weiß, die Welt wird zerstört. I know when the Jesus will come. Und ich weiß, dass eines Tages Jesus kommen wird. But I want to give you hope, aber ich möchte dir Hoffnung geben, when Jesus even come, dass wenn bis Jesus kommt, you are going with him. Und dass du dann weißt, dass du mit ihm and gehst. That is the hope. Und das ist die Hoffnung. That is why I will give you all the hope, und das ist, warum ich dir alle Hoffnung geben to möchte, do what you have to do, das zu tun, was du tun sollst. Even if left one second for you to die. Auch wenn es nur noch eine Sekunde vor deinem Tod ist. Do it. Tu es. Do it. Tu es. Do it. Tu es. You see, if you don't want to leave the world again, auch wenn du nicht mehr auf der Welt leben möchtest, leave and go. Dann geh. Die. Und sterbe. And go. Und geh. We, the one who will left. Und weil wir, die wir übrig sind, we will build a temple. Wir werden den Tempel wieder aufbauen. We will see things coming through. Wir werden sehen, wie die Dinge geschehen. So don't discourage me, dann entmutigt mich nicht, saying the world is going to be destroyed, indem ihr sagt, dass so die Welt zerstört wird und nichts mehr zu tun hätte. I don't need to look for anything. Dass ich mich nicht mehr nach irgendwas stop ausstrecken soll. Me. Hör auf, mich zu I'm entmutigen. Here to giving you hope. Denn ich bin hier, um dir Hoffnung the zu hope geben. Is that die Hoffnung ist, Jesus, will come. Jesus wird kommen. And even when he comes, und wenn er kommt, he's going with you. Dass er dann clap, mit dir geht. Clap, 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 so Jesus is giving some practical stuff here to us. Also Jesus gibt uns einen praktischen Hinweis. He saw, he wept. Er sah es, er weinte, he came, er ging he called, und er rief. He wept, er weinte, he came, er kam he called, und er rief. Wept, he wept, er weinte, he came, er ging he called, und er rief. This is what I want you to do. Und das ist das, was ich möchte, dass ihr tut. Ihr seht die Situation. Move with compassion, geht mit in Mitgefühl and start praying, und fangt an zu beten. The book of Ezra, chapter 3. Im Buch Ezra, Kapitel 3. Ezra, Kapitel 3. Vers 10. We will see something today. Da können wir etwas sehen. Ezra 3. Ezra 3. Oh, please. And verse 10. Und dann Vers 10. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. After the word of God came to
Haggai, nachdem das Wort zu Haggai kam, it came through Haggai, es kam durch Haggai und er prophezeite, God is about to build this temple again. Dass Gott den Tempel wieder aufbauen so wird. They laid the foundation. Und so wie sie das Fundament legten, all the people in Judah, alle in Juda, Bible said they shout. Die Bibel sagt, riefen sie. They shout. Sie schrien for joy, vor Freude, for the foundation has been laid. Denn das Fundament war gelegt. But the worst part in all this thing, aber der schlimmste Teil in dem Ganzen, when you read the 12, wenn du den Vers 12 liest, dann kannst du sehen, dass etwas passierte. The time the people were shouting and praising God, die Zeit, als die Menschen riefen und Gott priesen, the old priest and the Levite, und die alten Priester und die Leviten, who saw the former temple, die den alten Tempel gesehen haben, listen to this one carefully. Hört dem genau zu. The old priest, die alten Priester and the Levite, und die Leviten, whom supposed to encourage the young ones, die eigentlich die Jungen ermutigen sollten, tell them that, hey, we are going to build a temple, um zu sagen, hey, wir schaffen es, den Tempel zu bauen. We are going to do it again. Wir werden es wieder tun. Bible said, die Bibel when they sagt, saw the foundation, als sie das Fundament sahen, because they knew about the former house, denn sie kannten das alte Haus. They start crying. Sie fingen an zu weinen. Hey, can you read it, please? Könnt ihr das einmal lesen, damit ihr bestätigt habt, dass es in der Bibel steht? Listen. Some part are shouting for joy. Einige riefen vor Freude. And some part are crying. Und einige weinten. What kind of church is that? Was für eine Gemeinde ist das? Is there? Es steht hier. People are shouting. Einige schrien. And people are complaining. Einige beschwerten sich. People are shouting. Einige lobten. And people are crying. Und andere weinten. And Bible said, und die Bibel sagt, because those priests, weil diese Priester und die Leviten den alten Tempel gesehen haben, 2021 will nicht aus deinen Gedanken raus. Because of what you passed through, aufgrund dessen, was du durchgemacht because hast. Of all this coronavirus system, aufgrund des ganzen Coronavirus. 2021 don't want to go away from your will 2021 gar nicht aus deinen Gedanken. So when you even see anything good, und selbst wenn du was Gutes siehst, new, irgendwas Neues, make you go back, lässt es dich wieder zurückgehen. 2020, und dich nach 21 wieder daran erinnern. Somebody. Aber ich bin hier, um jemanden that zu ermutigen, is here. Dass 2022 hier going ist. To shout for joy. Und du wirst vor Freude rufen. The joy is there. Die Freude ist da. Because Bible said, denn die Bibel sagt, the glory of the present house, die Herrlichkeit des gegenwärtigen Hauses will be greater, wird größer sein than the former house, als das ehemalige Haus. Also 2022 is going to be greater wird besser than 2021. Sein als 2021. It's going to be greater. Es wird besser sein. But don't stick it to 2021. Let 2021 go. Lass 2021 hinter dir. Let it go. Lass es los. Let 2020 goes. Lass 2021 wirklich gehen. 2019 goes. 2021 ist auch vorbei. You are in 2020. In 2020 war es shout du. For joy. Und du hast vor Freude gerufen. Because God is about to build a temple. Denn Gott war dabei, den Tempel zu the bauen. Temple is going to be built. Und der Tempel wird gebaut. The foundation has been laid. Das Fundament ist gelegt. And if I were you, und wenn ich du wäre, I would be among the young ones, dann wäre ich unter den Jungen, shouting for joy. Die voller Freude rufen. I said, who are shouting for joy? Die vor Freude rufen. Shout for joy. Ruft vor Freude. Shout for joy. Ruft vor Freude. Because the joy is coming. Die Freude the kommt. Temple. Der Tempel ist gebaut. It doesn't look the same, er sieht nicht genauso aus. But I'm telling you, aber ich sage dir, it's greater. Es ist besser than the former one. Als der davor. It's good es ist gut than the former one. Es ist besser als der davor. Ah, I said it's great ich sage, es ist than gut the former one. Und besser als der alte. What you lost, was du verloren hast, good one is about to come.
Das Gute ist dabei zu kommen. Das Gute kommt. Das Bessere ist dabei zu kommen. Das Bessere wird kommen. 2022 wird ein Jahr sein. Ein Jahr, that is going to be greater, das größer und besser sein wird als die vergangene Herrlichkeit. But this is how it's going to be. Und so wird es sein. You need to do something. Du musst etwas tun. And this is what you have to do. Und das ist das, was du tun musst. You have wept. Du hast geweint. Move with compassion. Geh in Mitgefühl and touch something. Und berühre etwas. Start building the foundation. Fang an, das Fundament zu bauen. Start building the foundation. Fang an, das Fundament build zu bauen. Whatever God has put on your heart. Das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. And you are going to see greatness. Und du wirst Güte sehen. This year, dieses Jahr, whatever God has put on your heart, was Gott auch immer auf dein Herz gelegt hat, it. Fang an, es zu tun. Those who want to write books, start writing your books. Diejenigen, die ein Buch schreiben wollen, fangt an, euer Buch zu schreiben. Those who want to start your company, start a company. Diejenigen, die eine Firma gründen wollen, fangt an, eine Firma zu gründen. Do you know why, wisst when ihr, warum? You go to university, they give you that graduation something. Wisst ihr, warum ihr in die Universität gegangen seid und ihr euch und ihr diesen, you're a professor, you know what I'm diesen, talking about. Diese Bescheinigung bekommen habt, du bist ein Professor. You, sie sagen dir, now we have put some seed in you. Jetzt haben sie eine Saat in dich hineingelegt. Raus aus, aus unserer Klasse. And go and do something yourself. Und geht und tut selber etwas. Mm-hmm. But we get out from the class, aber wir gehen aus der Klasse raus confused. Und sind verwirrt. Don't know what to do. Und wissen nicht, was wir tun sollen. You have learned, was auch immer du gelernt hast. You, er sagt dir, get out of the class, geh aus der go Klasse and start raus. Something. Fang etwas an. Go there and start something. Geh und fang etwas an. The professor, start making your own books. Die Professoren, fangt an, eure eigenen Bücher zu schreiben. Write those books. Schreibt diese Bücher. If nobody buy it, write it. Schreibt sie. Jemand wird sie kaufen. Because you are not writing because of money. Und denn du schreibst es nicht aufgrund von Geld, you are right to change the world. Sondern du schreibst es, weil du die Welt verändern and when möchtest. You change the world, und wenn du die Welt veränderst, it will follow you. Dann wird es dir nachfolgen. I said it will follow you. Dann wird es dir nachfolgen. I found out myself, ich habe es selbst herausgefunden, I'm an encourager. Dass ich ein Ermutiger bin. I will develop myself to encourage you, even though it seems there is no life in you. I will encourage you. Ich werde dich ermutigen, auch wenn es so scheint, als wenn da kein Leben mehr in dir ist. Ich werde dich ermutigen. And I will develop myself this year. Und ich werde mich weiterentwickeln dieses Jahr. So much, so sehr, that I would encourage people, dass ich Menschen ermutigen werde. This reason, aus diesem we Grund want to have a studio there, wollen wir da hinten ein Studio bauen. A studio, ein Studio, that will preach all over the world, was in die ganze Welt hinausgehen wird, people, um Menschen zu ermutigen, to bring people to life, um Menschen zum Leben zu erwecken. Help us to do this, hilf uns, es zu tun. Bring the world to a peaceful life. Und dass wir die Welt zu einem Frieden bringen können. Read the last verse and finish. Lass uns den letzten Vers noch lesen. Haggai, chapter 2. Haggai Kapitel 2, Vers 9. Haggai 2, verse 9. Haggai, Kapitel 2, Vers 9. And he said, und es heißt, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. The glory of this present house, die Herrlichkeit des gegenwärtigen, will be greater, des gegenwärtigen Hauses than the former wird größer house, sein als wie des früheren Hauses, Almighty. Sagt der Herr an der Zebaoth. This is not what Alex is saying. Das ist nicht das, was Alex sagt, the Lord Almighty. Sondern das ist das, was der allmächtige Herr sagt. The present house, das gegenwärtige Haus greater, wird besser sein than the former house, als das frühere Haus. And I will grant my peace, und ich werde meinen Frieden declare, geben. The Lord. So spricht der Herr. He's bringing peace to you.
Er bringt dir Frieden. I said he's bringing peace to you. Er bringt dir Frieden. That peace to you. Er bringt dir And diesen Frieden. That peace among Und you. Er wird diesen Frieden that mit dir etablieren. Here. Dieses Jahr you are going to experience that peace. Wirst du diesen Frieden erleben. I know you are tired. Ich weiß, du bist müde. Ich weiß, du bist verwirrt. Ich weiß, dass du verwirrt bist über so viele Dinge, die in dieser Welt passieren. Aber Gott sagt, er wird dich, er wird dir den Frieden geben. Er wird dir den Frieden geben. Möge Gott euch segnen und euch stärken und euch ermutigen und euch in das Jahr 22 durchtragen. Full of peace and joy. Voller Frieden und Freude. That so often you will shout for joy. Dass du so oft jubeln kannst vor Freude. Shout for joy. Dass du vor Freude jubeln kannst. God für über, has done for you. Über das, was Gott für dich getan hat. And for what he's going to do. Und was er noch tun wird. I bless you at this moment. Ich segne euch in diesem Moment. And I encourage you. Und ich ermutige euch, take a step. Einen Schritt zu gehen, etwas zu tun. And the Lord is going to bless that thing. Und der Herr wird das segnen. See, I don't know why I'm emphasize on that so much. Ich weiß nicht, warum ich da so viel Wert drauf lege. But I want it to go into your heart. Aber ich möchte, dass es in dein Herz rutscht. He said, und er sagt, start something. Fang etwas an. And through that, und durch das he's going to bless you. Wird er dich segnen. Work. Arbeite. Haggai said to the people. Haggai sagte zu den Leuten. Work, for the Lord is with you. Read it again. Arbeitet, denn der Herr ist mit euch. Ihr könnt Work. Das selbst nochmal nachlesen. Plan something. Plant etwas. Build something. Baut etwas Start auf. Something. Fangt etwas an. And he's going to bless you. Und er wird euch segnen. May God bless you. Möge Gott euch segnen. In Jesus name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. It's communion service actually. Heute ist noch Abendmahlsgottesdienst. Where is the communion? On the right Over side. There. Okay, can we please bring it? And I'll call the praise and worship team to come front here. Und please. Ich möchte das Lobpreisteam noch mal nach vorne bitten. Jenny, please, can you come front here? Jenny, kannst du einmal kommen? Susan, can Und you also Susan. Come, please? So, this is the house of God. Dies ist das Haus Gottes. And in the house of God. Und im Haus Gottes. You have right to dine with Jesus. Mit Jesus to zu essen. To eat together with him. Mit ihm gemeinsam zu essen. Many a times I used to say those things so often. Und ich sag das so oft. People said, "Well, I've done that for last 10 years and because of that I don't want to take communion." And manche Leute sagen, oh, ich habe vor 10 Jahren das und das gemacht und deswegen kann ich kein Abendmahl nehmen. Ja, yeah, it's good. Okay. It's true. Das ist für wahr. But you can repent right now. Aber du kannst gerade jetzt Buße tun. And take the communion. Und dann das Abendmahl nehmen. Some people used to say, oh, I don't come to this church. Und einige sagen, oh, ich gehe gar nicht in diese Kirche. So I don't take the communion. Also kann ich das Abendmahl nicht nehmen. I want to tell you. Aber ich möchte dir sagen. Here is the kingdom of God church. Hier ist ein, wir sind eine Gemeinde, eine so far as you know that you have been Gottes. Into the kingdom of und, God. Und sofern du dem Reich Gottes angehörst. Where we believe in Jesus. Indem wir an Jesus glauben. You have right to take the communion. Dann hast du das Recht, das Abendmahl zu nehmen. So we are going to take this communion. Und wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. To remember what Jesus has done for us. Um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat.
And when we drink the blood, und wenn wir von dem Blut nehmen, the blood that washes the sins away from this world, das die Sünde dieser Welt hinwegwäscht, the blood, das Blut, has washed away the sins of this world, hat die Sünden dieser Welt hinweggewaschen. It has washed your sin. Es hat deine Sünde hinweggewaschen. It has washed your sins. Es hat deine Sünden hinweggewaschen. So you are free to take the communion. Also kannst du frei sein, das to confirm what Jesus has done for you. Um das zu bestätigen, was Jesus für dich because getan he has hat. Washed your sins away. Denn er hat deine Sünde hinweggewaschen. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesus. As we are going to take this. Wenn wir das Abendmahl nehmen. Let it bring healing. Lass es Heilung bringen. Prosperity. Und Wohlstand. Joy. Und Arbeitsstätten. Into our lives. Und Joy, Freude in unser Leben. We thank you so much. Wir danken dir so sehr. For your greatness and your goodness. Für deine Größe und deine Güte. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You are living home. Your presence, Lord. I've tasted unseen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You are living home. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the earth.
atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. 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 Let us become, see. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, and now, Lord. The children of God can drink and eat. Jetzt können die Kinder Gottes trinken und essen. Glorify God. Um Gott die Ehre zu geben. Yes, Father, we thank you so much for today. Vater, wir danken dir so sehr für heute. We thank you for your love and your grace. Danke für deine Liebe und deine Gnade. Given unto us. Die du uns gegeben hast. We thank you for your encouragement. Danke für deine Ermutigung. How we can move with our life in this 2022. Wie wir in unserem Leben weitergehen können in das Jahr 2022. Help us to move. Hilf uns. With joy and shout. Freude und Jubeln zu erleben. We thank you so much. Wir danken dir so sehr. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord.